Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Genau, wir müssen ein Lager finden, in dem Beschlagwarte Ware vom Kong ist. Aber jetzt müssen wir schnell was machen, was wir in der letzten Folge. Geh weg! Ich bin ohnehin so wachsam. Verschwinde! Gleich verstummst du! Lieber als hier. Was ist geschehen? Nee, er denkt sich einfach. Komm schon! Wir müssen jetzt zum Händler, wir müssen mal den ganzen Plunder verkaufen. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwie eine Waffe oder sowas kaufen können. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Alter, was tust du da unten? Zeigst du mir deine Waren? Das kam frisch rein. Was? Die sollten einem niemals ausgehen. Sparfuchs. Das ist eine... Wir kaufen jetzt einfach die ganze Garde. Flickzeug für deine Ausrüstung. Immer von Nutzen. Sehr gut. Kann ich sonst... Auf ein... Leb wohl. Leb wohl. Die Kiste wollten wir eventuell noch. Beziehungsweise die zwei wollten wir eigentlich auch. Meine Teppiche aus Fuß sind die besten ganz Wacker. Ich mache dir. Das andere ist dann oben. Die ist erledigt. Sie hätte zahlen sollen, als sie das erste Mal bedroht wurde. Sie kann doch nichts dafür. Ich selbst komme durch diese Mauer. Kaputt! Völlig zerschlagen! Diese Wachen kennen keine Gnade. Das ist gar nichts. Nicht weißt du, was die Kinder. Wir haben da irgendwelche Probleme. Schutzgelderpressung wahrscheinlich. Da können wir natürlich nirgends auf. Die müssen wir halt irgendwie ergattern. Vor allem waren da ja zwei Türen, die wir zu waren. Genau drüber wahrscheinlich.
Und vielleicht kommt dieser erst, wenn wir. Wenn wir die nächste Mission dann machen. Der Friedhof, von dem du sprachst. Das letzte Mal, als ich dort postiert war, hat Anwars Hund in eine von Abul Qasims Ohren gebissen. Bei Allah war der sauer. Ich habe Seitenstechen bekommen, so sehr habe ich gelacht. Müssen wir das belauschen, oder? Das dauert zu lange. Ich habe noch was anderes vor und bei dem, was die zahlen, ist das kaum die Mühe wert. Hilfe! Schneid dir einen Finger ab. Das öffnet vielleicht ihre Börse. Ohne Geld keine Sicherheit. Das weißt du doch. Aber wir nehmen auch deine Düfte als Zahlung an. Friede sei mit dir. Das geht dich nichts an. Geh weiter. Vielleicht verschafft dir das ein bisschen Zeit. Das könnte durchaus sein. Wir haben schwer geschuftet, Männer. Zeit für eine Pause. Aber wir sind noch. Befolgt meine Befehle. Los! Idiot. Ein Entschuldigungsentwurf. Ich bräuchte bitte nur noch ein paar Tage. Ich werde das Geld bekommen und meine Schulden bezahlen. Der Duft, den ich auf Lager habe, ist wichtig und darf nicht angerührt werden. Ich flehe um Verständnis. Der kürzliche Steueranstieg hat, der Brief bricht hier ab. Mein Retter! Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zur Bagdad Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich... So, das haben wir jetzt schon die Mission. Strandeten Händler finde. Was haben wir denn überhaupt für Hauptrüstung? Ja, die passt schon. Wir wollten ja eigentlich... Das wird man eigentlich vorher machen. Gut, grüne Münze. Zu stehen und den Leuten zu sagen, dass ich. Hostor be hesabat mirasa. Aber jetzt finden wir da die Münzen wie Sand am Meer. So als Währung ist er das jetzt.
eigentlich nicht mehr so sinnvoll. Das ist der Ort. Was siehst du? Jetzt wird der schon wieder ballert. Nein, es ist zu gefährlich in Kido. Wo war da der Schütze? Das Lager, von dem Kong sprach. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Alles, was nicht aus Bagdad kommt. Wenn ich meinen Kopf behalten will, muss ich die wohl alle prüfen. Anweisung vom Hafenmeister an alle. Es soll im Hafen eine Blockade errichtet werden. Beschlagnahmt jeweils jedwede fremdländische Artefakt und haltet die Augen nach einer Haarnadel aus Assin offen. Keine Fehler, ich weiß, wo ihr alle lebt. Ich kenne eure Familien, tut wie euch befohlen, stellt keine Fragen. Anweisungen jedwede ausländischen Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen. Da ist er noch mal für einen Hinweis. Und eine Truhe. Die Dairatul Mal. Töpfereien, fremdländische und seltene Waren. Alles wird zur Schau gestellt. Werbung für die große Auktion. Die Dairatul Mal, verpasse sie nicht. Hast du je davon geträumt, die Welt zu besitzen? Nun kannst du erfahren, wie sie sich anfühlen könnte. Die Dairatul Mal ist wieder hier. Lass sie zum Staunen bringen, verzaubern und von der Auswahl des Angebots begeistern. Seltene Porzellane, Edelsteine aus der ganzen Welt. Das alles gibt es bei uns. Sei dabei und ergib dich in der Pracht.
Süß duftender Brief, Kululu. Ich verabscheue Fehler. Ich hatte nur eine Bitte und irgendwie hast du es geschafft, mir zu verweigern, was ich suche. Du weißt, wie sehr mich die Hannah wollte. Macht dich das nicht klar, was wir zuletzt sprachen? Womöglich brauchen wir ein weiteres Treffen, damit du es verstehst. Vorerst scheint es, als müsste ich die Sache bei der Auktion selbst in die Hand nehmen. Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden. Okay, haben wir da schon wieder nein. Der dicke. Was zum Geier war das? Nur ein Irrer würde uns angreifen. Alter, da haben wir die Fackel auf die brennenden. Also auf die Ölfässer. Möge Allah dir gnädig sein. Wo liegt denn das Problem? Bleib bei mir. Wir können gut austeilen, wenn es sein muss. Was? Der entkommt uns nicht. Los! Komm, wir sitzen da nimmer. Warte. Güte, diese Teeblätter aus dem Osten sind mehr wert, als ich in einer Nacht verdiene. Und zack. Aufbewahrte Waren. Diese Waren dürfen nicht freigegeben werden, bis sie gründlich geprüft wurden. Seide von Santos, geschmeidigen Seidenstoffen, Statue eines dreiköpfigen Hundes von Kinakos Porzellanwaren, Oolong mit weißem Pfirsich aus Kongs Teeparade. Diese Waren können freigegeben werden, wenn der jeweilige Wache diesen Zettel gezeigt wird. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein, was Kong braucht. Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet. Was? Nun kannst du ruhen. Wo kam das denn her? Hey, wem gehört das?
Was? Okay, den können wir dann einfach bloß anlocken. Hey! Gut, dann Hafenmeister. Beziehungsweise die zwei machen wir da jetzt. Zwei Aussichtspunkte. Zu. Drücke einfach die falschen Tasten und dann ist schon vorbei. Was für ein Leben. Hm? Wir werden bezahlen, um rumzustehen und den Leuten zu sagen, dass sie tun sollen. Du hast den Aufsicht! So ist es! Ja! Ja! Gut. Das wollten wir. Das wollten wir. Die Bruderschaftsgilde könnten wir auch noch machen. Töte den Hauptmann. Das ist auch noch meine Kiste. Was hat man denn da? Ich muss die loswerden. Da muss ich aufhören. Jetzt wird es aber mal Zeit, dass man neue Ausrüstungs-, also Hilfsmittel kriegt. Also für Verbesserungsgegenstände, wie wir jetzt schon wieder haben. Für das kriegen wir keinen Fähigkeitenpunkt. Oder? Nein.
Scheiße, nicht so viel verfügbar, aber die haben wir schon, ja. Okay. Die Boote sind eigentlich irgendwie überflüssig. Das ist so als Fortbewegungsmittel. So, was haben wir da jetzt? Ein Werkzeug, mit dem der Wert von Gold- und Silbermünzen des Byzantianischen Reiches und der arabischen Welt gemessen wurde. Geschichten aus Bagdad. Steht da noch um. Schreit doch nicht so rum. Der Junge hat sich in eine schwierige Situation gebracht. Der Junge ist ein guter Kletterer. Ich bringe, wenn du noch näher kommst. Ich heiße Basim und bin hier hochgeklettert, ohne nachzudenken. Kannst du mir helfen, runterzukommen? Als ich so alt war wie du, habe ich meine Freunde auch mit Dummheiten beeindruckt. Ich habe es nicht für sie gemacht, sondern für die Verborgenen. Ah, die Verborgenen. Nicht alle glauben an sie, aber ich schon. Sie sind die wahren Beschützer des Volkes. Sie haben meine Mutter gerecht. Nicht der Kalif oder seine Männer. Die Verborgenen waren es. Verstehe. Und du dachtest, mit Klettern erregst du ihre Aufmerksamkeit. Es heißt, sie können aus großen Höhen springen, ohne sich weh zu tun. Aber so etwas kann ich nur machen, wenn es mir jemand vormacht. Meinst du, du könntest es, wenn ich es dir zeige? Ich würde gerne den Aussichtspunkt da oben nur synchronisieren. Warte dort, bis ich dir zeige, wie es geht. Ich bin gleich wieder da. Siehst du? Ich bin unverletzt! Jetzt du! Ich kann nicht! Und ob du kannst! Denk nicht zu viel nach! Du musst nur an dich glauben! Er bricht sich so an. Sie ist tot. Gut. Einen Moment. Bist du verletzt?
Nein, nichts gebrochen. Du lernst wirklich schnell. Sag ich doch. Ich kann alles, wenn es mir nur jemand vormacht. Das ist ein wertvolles Talent. Besorg dir einen guten Lehrer, ehe du wieder so etwas Gefährliches machst. Du könntest mich lehren. Ich bin kein Lehrer. Ich habe selbst noch viel zu lernen. Doch, du bist ein guter Lehrer. Du machst Sachen vor. Bist du... Komm zu mir, wenn deine Stimme anfängt zu brechen. Dann reden wir. Das war großartig! Komm, Haltern! Bevor uns der Muezzin erwischt! Ich komme! Gut, zu dem Bruderschaftshaus gehen wir nur. Diese alte Vettel, die wird mir mit Absicht ein Bein gestellt haben, damit ich in den Blumenhaufen falle. Jetzt finde ich meinen Schlüssel für das Lager nicht mehr und ich werde mich zum Gespött der Leute machen, wenn darin herumwühle, um ihn zu suchen. Ich muss einen anderen Weg finden. Naja. Bruderschaftshaus haben wir gesagt. Long kann ich da nicht. Okay, reden kann man mit Korn. Dafür werden sie sterben, jeder Einzelne. Es wird endlich Zeit, dass wir kämpfen. Ja. Dein Zorn ist verständlich, doch einen Krieg kannst du nicht gewinnen. Basim, gut, wir brauchen dich. Söldner haben einige Aufständische verhaftet und auf dem Platz hingerichtet. Und dein Rafik will, dass ich mich verstecke, während die Jagd auf meine Männer machen. Wir sollten wenigstens die Toten ihren Familien übergeben. Hast du immer noch Angst, gegen diese Teufel zu kämpfen? Ich habe nur Angst, dass wir wie sie werden. Da muss noch mehr dahinter stecken. Der Kalif würde nie einen Krieg riskieren. Das ist das Werk des Ordens. Dann finde ich die Verantwortlichen und hacke sie in kleine Stücke. Der Orden wird dich zuerst finden. Wahrscheinlich suchen sie bereits nach dir und Beshi. Ihr seid ihnen wohl bekannt. Basim hingegen? Ali, ich finde die Schuldigen und töte sie alle. Du hast mein Wort. Das ist die Lösung. Basim erledigt das. Und wenn die Schuldigen tot sind, wirst du die Lorbeeren ernten. Nun gut. Jeder muss wissen, dass ich es war. Ich kehre nach Jarjaraya zurück. Aber ich werde nicht lange warten. Wir treffen uns am Tor, Basim. Also langsam so viel Aufgaben. Ich sorge dafür, dass die Leichen zu ihren Familien kommen, um sie zu bestatten. Das hätte auch schief gehen können. Du glaubst, das ist das Werk des Ordens? Ja. Wie du weißt, kontrollieren türkische Söldner Asharkia. Diese bezahlt der Kalif, der wiederum vom Orden gesteuert wird. Meinen Spitzeln zufolge
gehört mindestens einer der Söldner-Hauptleute zu ihnen. Sag mir wer, und ich finde ihn. Wir müssen vorsichtig sein. Ashar Kia steht auf Messerschneide. Die Aufständischen sind bewaffnet und werden immer mehr. Sie können jederzeit angreifen. Ein falscher Schritt könnte hier zu einem Krieg führen, der sogar Alamut bedroht. Wie lautet dein Rat, Fulad? Geh mit Ali nach Jar Jaraya und hör dich um. Irgendjemand dort muss etwas wissen. Und Basim, spute dich. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Hinweise zu unserer Abmachung. Meine Brüder im Schatten. Das Geflüster ist zu stille geworden. Doch wie geduldige Fischer werfen wir weiter unsere Netze aus und warten. Seid vorsichtig, dass wir einen anderen Teil der Vereinbarung festhalten. Was nun den euren betrifft. Wir benötigen unverzüglich eine neue Lieferung. Unser Leben und der Erfolg unseres Auftrags hängen davon ab. Keine Aufträge. Frieden, Sadiq. Willkommen, willkommen. Verbessern. Kannst du das verbessern? Das ist mein Angebot. Das mit den Würfen ist so gefällt mir nicht ganz, dass die... Ha. Ja, machen wir das mit dem Auflösen, weil es eh wurscht ist. War's das? Ich stehe in eurer Schuld. Auf bald! Schon da so schnell. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Was gibt es Neues aus eurer Werkstatt? Sei mein Gast. So. Rauchbombe. Alchemistische. So. Fiole, die einen dichten Rauch freisetzt, welche die Sicht versperrt. Rauch kann für Angriff oder Verteidigung an. Eine nicht tödliche Annäherungsmine, die Gegner für längere Zeit umwirft, kann tödlich gemacht werden. Wir nehmen einen Lärmer, oder? Oder nein, wir nehmen eine Rauchbombe. Genug gesehen. Welche? Sonst noch was? Vielleicht könnten deine Fähigkeiten. Das ist mein. Mal schauen, was wir da machen können. Erhöhte Anzahl der Nutzung dieses Werkzeugs. Um 2 erhöht die Entfernung, die du dieses Hilfsmittel werfen kannst, um 7 Meter, verlängert die Verweildauer von Rauch. Das ist natürlich gut, aber. Schalt mir gleich alles frei. Stiller Knall. Gegner können nicht länger die Explosion von Rauchbomben hören. Heilen, dann. Erstickende Dämpfe. Für Gegner, die sich im Rauch aufhalten, Schaden zu. Lässt vom Rauch umgebene Wachen vergessen, dass sie Basim gesehen haben. Entflammbarer Rauch. Rauch gerät bei Kontakt mit Feuer im Brand und lässt alles zu den Flammen aufgehen. Das hört sich gut an. War's gut. Das? Ja, das war's. Bis bald. Dann war's das mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.